Für Treppen gibt es dann Treppenreports, welche im Flyout, wo die Treppen zu finden sind, am Ende des Flyouts als Werkzeug aufgerufen werden können. Reports-Treppe. Bei der Teilnahme kann man dann reinklicken und dann landet man schon im Reports-Standortordner von Allplan beim Treppenverzeichnis und kann zum Beispiel die Treppe als Report auswerten. Per Doppelklick wurde das ausgewählt. Okay, und dann kann man alles auswählen oder mit der rechten Maustaste und Summenfunktion, die da geöffnet worden ist mit der rechten Maustaste in der Zeilenfläche, die einzelnen Treppen zusammensammeln und das mit Rechtsklick bestätigen. Dann werden hier grafisch die jeweiligen Treppen ausgewertet, welche hier vorhanden sind. Man kann auch noch die Details anzeigen. Dann wird neben der Trittstufe und dem Unterbau, der hier sowieso schon ausgewertet wird, bei den Trittstufen in den Details noch für die Trittstufen jeweils die Grafik angezeigt. Bei allen Treppen. Letztlich kann man mit solch einem Treppenreport weiter fortfahren, wie auch bei anderen Reports das Exportieren in eines dieser Dateiformate oder eben Ausdrucken. Dann wird das geschlossen. Man kann auch noch den anderen Treppenreport aus dem Werkzeug aufrufen, aus dem Flyout Reports Treppe, in die Dateinamenauswahl reingehen und Treppe komplette Auswertung auswählen. Okay, und dann die Treppen auswerten lassen, Kasten drüber, alles zusammensammeln mit der Summenfunktion. Die Treppen werden ausgewertet und dann gibt es für jede Treppe die Auswertung der Trittstufen, des Unterbaus und der weiteren verwendeten Bauteile, wie man das hier sieht. Über alle Treppen hinweg. Gegebenenfalls kann man auch hier bei den Treppen wieder eine Grafik anzeigen lassen, damit für jede Trittstufe die Grafik noch mit dargestellt wird. Das wird wieder ausgeschaltet. Auch hier kann man natürlich noch die Exporte starten. Letztlich wird das wieder geschlossen. Das waren jedenfalls die Treppenauswertungen.